Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir gucken uns nochmal ein USB-Netzteil an. Dieses hier kostet gerade einmal 85 Cent und kommt direkt aus China. Und ja, wir gucken uns das Gerät mal an. Was steht denn hier drauf? Wir sehen hier Power Adapter, Modell AR1000, C-Zeichen ist drauf, dann steht daneben nur im Haus verwenden, daneben ist Gerät der Schutzklasse 2. Durch Schutzisolierung, nicht in eine Mülltonne, nicht ins Wasser schmeißen. Und dann steht Input 100 bis 240 Volt, 50, 60 Hertz, 150 mA. Ausgang 5 Volt, 1 Ampere, made in China. So, wir packen hier das Gerät erstmal aus. Das ist hier noch in so einer Schutzfolie. Okay, also es fühlt sich sehr leicht an. Wir können es auch mal wiegen. So wie wir den anderen Stecker gewogen haben. ...15,8 Gramm. Und ja, aber es verspricht auch nur 5 Volt 1 Ampere, also nicht 5 Volt 2 Ampere wie das andere Netzteil. Hier ist der USB-A-Anschluss, hier die beiden Kontakte, welche wir auch so nicht verbiegen können. Also die sind fest, die sind leicht nach innen gebogen, dass die in der Steckdose gut halten und Kontakt finden. Ich würde sagen, wir stecken den ein und belasten den und gucken uns, oder wir gucken uns die Spannung einmal an. Und dann belasten wir den und gucken uns die Spannung dann an. Und wenn das funktioniert, nehmen wir den auseinander. Also hier kann ich erstmal ziehen. Die sind hier meistens geklipst oder geklebt. Und wir gucken mal, den kann ich ziehen. Und da fällt nichts auseinander, da muss ich mit dem Schraubenzieher, vielleicht muss ich den auch einmal aufschneiden, dass ich da an den Inhalt komme, wenn der hier geklebt ist. Also der ist von der Verarbeitung erstmal so vom Außen okay. Wir stecken den mal ein und gucken, was er macht. So, da seht ihr die Steckdosenleiste. Ich nehme jetzt hier mein USB-Testgerät. Ich gucke gerade, wo das Display ist. Ja, da. So, wir sehen jetzt gar nichts. Wir sehen 5,041 Volt. Okay, ja. Und jetzt nehmen wir hier meinen Akku, den wir auch letztens zum Testen hatten. Erstmal leichte Last. Wir wollen ja nicht gleich. So, wir stecken den Akku mal an. Und wir sehen 5,1 Volt, die Spannung geht hoch, ist aber noch in den USB-Spezifikationen. Und wir sehen hier 440 mA Ladestrom von USB. Okay, wir stecken mal eine Powerbank an, welche mehr Last zieht. Jetzt habe ich hier eine Powerbank dran, die lädt jetzt auch. Ja, die ist fast voll, also schlechtes Beispiel. Wir sehen hier 5,25 Volt. Knapp an den USB-Spezifikationen und 0,8 Ampere. Ist soweit in Ordnung. Also wir sehen hier die letzte Stelle 5,57, 5,6, leicht drüber, aber wir sehen, das funktioniert. Und wir hätten 0,8 Ampere, also fast die 1 Ampere, die ihr verspricht. Ich stecke jetzt mal meinen USB-Lötkolben an. Hier, mach den mal an. Der heizt jetzt auf. Wir sehen hier 5,25 Volt und 0,7 Ampere. Also dieses Netzteil kann 700 mA liefern. Oder meine Geräte ziehen 700 mA. Ob es denn mehr liefern kann, das müssten wir mit einer elektronischen Last testen, welche die Plus- und Minus-, also die Plusleitung auf die Masseleitung von dem Netzteil mit einem veränderbaren Widerstand schaltet und keine Elektronik verbaut hat, welche aufgrund von Spannung den Strom regelt. Und ich würde sagen, genau so ein Teil baue ich mir jetzt. Ich habe jetzt hier ein USB-Kabel. Da habe ich das Kabel aufgeschnitten. So, ihr seht jetzt schon, hier habe ich einen Widerstand, einen Lastwiderstand. Der kommt jetzt da gleich dran. Und dann haben wir unsere, das ist ein 4,7 Ohm, bei 5 Volt müssten da etwas mehr als 1 Ampere fließen. Das heißt, das Netzteil darf da aussteigen, vielleicht läuft es ja noch. Das werden wir gleich sehen.
wenn ich. Wir hatten noch einen Kabelwiderstand, den können wir vielleicht auch noch mit einrechnen. So, ich stecke mal ein. 5 Volt, 0,9 Ampere. Also dieses Netzteil liefert fast die 1 Ampere. 0,92 Ampere bei 5 Volt. Jetzt geht er hier ein bisschen runter, jetzt hat er wieder ein bisschen mehr Spannung. Aber der ist noch in den USB-Spezifikationen. Und ich würde sagen, das ist alles voll in Ordnung. Und dieses Netzteil ist von der Qualität, so von dem, was er jetzt macht, erstmal sehr gut. Mit diesem Widerstand, der wird ja hier auch warm. 5 Watt sind das ja, etwa. Sagt er uns, glaube ich, auch, dass das 4,5 Watt oder so sind. Ich gucke mal, was da genau drauf steht. Es ist die Schrift da. Watt machen wir jetzt hier. Und ja, das Netzteil wird jetzt hier ziemlich stark belastet. Ich lasse das Ganze hier mal so ein bisschen warm werden und guck mal, was dann gleich mit dem Netzteil ist. Wir fühlen mal. Nee, das ist noch kalt. Also das Netzteil ist kalt. Das sieht in Ordnung aus. Wir lassen ihn jetzt einfach mal hier ein bisschen laufen und gucken uns dann gleich mal an, wie, ob sich was verändert hat. So, es sind jetzt etwa eine Stunde, also eine Stunde und 5 Minuten vergangen, seitdem wir es eingesteckt haben. Wir sehen, wir 4,8 5 Volt, 4,8 4 Volt. Ja, wir können mal hier ein bisschen wackeln, vielleicht schweren Kontakt. 4,9 Volt, okay, also Spannung ist ein bisschen runtergegangen. Müsste immer noch in den USB-Spezifikationen sein und Strom ist immer noch gleich. Wir fassen mal das Netzteil an. Dieses ist leicht warm geworden jetzt nach einer Stunde Betrieb. Also wirklich leicht warm. Ich würde sagen maximal 30 Grad. Und ja, wir stecken das jetzt mal aus. Und zum Vergleich nehmen wir einfach mal ein IKEA-Netzteil. Den Schmähagel. Auch ein 5 Volt 1 Ampere Netzteil. So sieht das Gerät aus. Wir stecken den mal ein. Den Schmagel oder Schmahagel. Und gucken mal auch mit unserem Widerstand, was passiert. Wir hatten 5 Volt und 0,95 Ampere. Das heißt, dieses Netzteil macht genau das gleiche im Grunde. Strom ist genau gleich, das heißt unser Widerstand hat nicht genau 4,7 Ohm, sondern ein bisschen mehr als 5 Ohm, 5,4 Ohm oder so, mit dem Kabel zusammen. Das heißt, dieses hier ist völlig okay. Und ja, wir machen das jetzt mal auf. Ich habe ja gesagt, das geht nicht so einfach auf, das ist fest. Ich habe mir gedacht, wenn ich hier einen Schraubenzieher irgendwo in eine Kante reinkriege, so, dann kann ich das hier aufhebeln oder auch nicht. So, okay. Also es ist leicht geklebt. Ja, das ist hier unten noch. Also die sind wirklich zugeklebt. Ich will mich jetzt hier auch nicht pieksen. So, nee. Immer noch nicht. Wenn wir hier einmal langfahren, den Kleber lösen. Ich zoome mal ein bisschen raus. So, wir haben jetzt hier das Netzteil und, okay, Kleber ist lose. Wir sehen hier, ist er einmal geklipst und geklebt. Jetzt kommt hier auch der Inhalt raus. Da ist ein Elko drauf, der kann noch geladen sein. Der ist hier. Nein, der ist entladen, da knallt nichts. Okay, was wir sehen, was mir direkt positiv auffällt, ist die super große Isolierung zwischen Primär- und Sekundärseite. Wir sehen hier echt sogar einen Isolierungsschlitz auf der Platine, also wo man das Kupfer oben weggeätzt hat. So, was fällt auf? Wir hatten unsere Kontakte hier, die sind gesteckt, hier und hier. Wir hatten hier einen kleinen Kondensator, einen großen Kondensator, um unsere Netzspannung danach zu glätten. Der Trafo ist leicht warm nach einer Stunde, ja, okay. Gut, was hätten wir hier? Unsere USB-Buchse, hier hätten wir einen Kondensator mit 470 μF, um unsere USB-Spannung zu glätten.
Hier hätten wir unseren Interferenzkondensator zwischen Primär- und Sekundärseite. Das ist sogar ein Sicherheitskondensator. Ja. Und was wir jetzt hier sehen, ist ein Brückengleichrichter. Hier. Ich guck mal, ob er scharf stellt. So, wir sehen hier einen Brückengleichrichter. Dann sehen wir hier unseren Controller. Da ist sogar eine Beschriftung drauf. Das ist ein CSC71 375, irgendwie so. Okay, was sehen wir noch? Hier hätten wir kleine SMD-Widerstände, eine Diode, die am Trafo ist. Das heißt, wenn er einmal läuft, versorgt sich der Chip dann selbst mit seiner Spannung. Ansonsten kriegt er über diesen sehr hohen Widerstand hier Plus als Startspannung und dann versorgt er sich selbst, wenn der einmal läuft. Ja, was hätten wir hier? Abstände sind okay. Ich habe mir gedacht, ich hole mal was zu messen, dann können wir uns das besser angucken. So, also, wir haben jetzt hier unsere Platine. Ich habe jetzt hier was zu messen und wenn wir uns mal den Sicherheitsabstand hier angucken, wenn wir hier messen, sind wir hier bei 4 mm. Unser Schlitz hier ist 4 mm breit. Und wenn wir jetzt hier unseren, an dem Kondensator ist der kleinste Abstand, da wird der Schlitz auch kleiner, aber die Leiterbahnen sind trotzdem nicht direkt an dem Schlitz. Wenn wir jetzt von hier nach hier messen, das mache ich mal, von Ecke auf da bis Leiterbahn, da sind wir bei 2,5 mm, also von Ecke hier bis Leiterbahnanfang da 2,5 mm, und somit sind die Sicherheitsabstände hier auch alle gegeben. Was jetzt noch schön wäre, wäre Endstörmaßnahmen fürs Netz, das heißt Interferenzfilter mit Kondensatoren parallel zwischen L und N und Filterspulen, welche also Störungen unterdrücken. Aber ich glaube, so kleine Netzteile müssen das sowieso nicht haben, wenn die, vielleicht kann ja der Chip auch schon sowas ähnliches, dass er vielleicht Strom nur in bestimmten, oder dass er den Strom anders aufnimmt aus dem Netz, um Störungen zu reduzieren, dass er sich so ein bisschen wie eine induktive Last, wie eine rein ohmische Last verhält. Das kann ich so jetzt durch Anschauen nicht sagen. Ja, aber alles in allem, würde ich sagen, ist das ein schönes kleines Netzteil, was auch relativ sicher ist. Aber auch hier werden wir jetzt den Trafo uns mal angucken. Das heißt, ich baue das Teil mal, ich löte den wirklich aus und gucke, und dann gucken wir uns den mal an. Weil das, was ich jetzt sehen kann, sieht aber gut aus. Wir machen trotzdem mal den Trafo auf. So, ich filme jetzt das mal mit dem Handy. Ich habe den Trafo ausgelötet. Die Kernhälften konnte man gut lösen. Und wenn wir jetzt mal hier gucken, ich habe gerade die äußere, das rote Klebeband schon abgemacht. Wir sehen hier jetzt, wenn wir da genau hingucken, sehen wir da unsere Wicklung im Ausgang und darunter schimmert Klebeband durch. Ich wickel das jetzt mal ab. So, ich habe das jetzt abgewickelt und da sehen wir tatsächlich Klebeband drunter, welches unser Netz von unserer Ausgangswicklung dann isoliert. Das Klebeband geht tatsächlich von ganz oben bis ganz unten, über die volle Breite. Das heißt, der ist komplett getrennt, gut isoliert. Ja, darunter findet sich jetzt nichts mehr. Aber ich würde sagen, das Teil ist wirklich sehr gut aufgebaut. Ja, jetzt ist es kaputt, der Trafo ist weg. Aber ich kann mich da echt nicht beschweren. Also die kann ich empfehlen, die sind wirklich gut gemacht. Da seht ihr nochmal den Chip. Ja, CSC71378 oder 37B, irgendwie sowas. Ja, also das Ganze sieht gut aus. Wir sehen hier, ist dann unsere Niederspannungswicklung. Die befindet sich hier für den Chip, um den Chip zu versorgen. Die ist wahrscheinlich hier unter dem Klebeband mit der Netzwicklung zusammengewickelt. Weil da das Schlimmste, was passieren kann, der Chip fliegt um die Ohren, wenn da ein Windungsschluss ist, dass die beiden sich berühren zwischen Netz und hier. Ja, dann hätten wir hier die Leistungswicklung vom Netz
Die geht dann hier, Netz direkt da drauf, dann ist der Chip hier und der schaltet das auf Masse durch. Hier hätten wir noch ein bisschen was zum Strom messen, den Widerstand hier unten, den 2 Ohm, der ist Shunt-Widerstand, der misst den Strom der Chip darüber. Hier hätten wir ein bisschen was, so kleine Widerstände wahrscheinlich um die Frequenz oder Spannungsteil, das ist ein Spannungsteiler für hier. Ja, sonst kann man sich da nicht beschweren, also es sieht ziemlich gut gemacht aus. Und wenn ihr Fragen oder so habt, schreibt die in die Kommentare. Ich versuche die zu beantworten. Und vielen Dank fürs Zusehen. Man sieht sich im nächsten Video.